13.30 Uhr, Düsseldorf. Angehörige, Politiker und Vertreter des öffentlichen Lebens haben mit einem ökumenischen Gottesdienst die Opfer des Airbus-Abstürzes vom Fix. Ja, der S-Bayer ist angeschlossen. Die Maus ist dran, die Tastatur ist dran. Dann war auch Bundesverkehrsminister Tiefensee. Der ist hier ein leerer 8 Giga USB-Stick aufgesteckt schon, der Monitor, in den Atlantik gestürzt. Medion ist 1440x900 oder Umsatzstrich, darunter auch 28 Deutsche. Die Unglücksursache ist bereits eingeschaltet. Das Gerät wird jetzt zum ersten Mal hier die Präsidentenwahl im Iran in Betrieb genommen. Amtsinhaber Ahmadinejad nach amtlichen Angaben überraschend. Er liege nach Auszählung der meisten Stimmzettel uneinholbar vorn, teilte das Innenministerium mit. Danach kann Ahmadinejad mit 64% der Stimmen rechnen, sein stärkster Herausforderer Mousavi mit knapp 33%. Der reformorientierte Politiker zweifelte das Wahlergebnis an. Heute früh gab es Proteste von Anhängern Mousavis. Israel wertete den Wahlausgang als wachsende Bedrohung. Ahmadinejad hatte in der Vergangenheit das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Pyongyang. Auch nach der Verschärfung der internationalen Sanktionen weigert sich Nordkorea, im Atomstreit einzulenken. Die kommunistische Führung kündigte an, die Anreicherung von Uran aufzunehmen und waffenfähiges Plutonium herzustellen. In einer Erklärung des Außenministeriums in Pyongyang heißt es, eine Blockade Nordkoreas werde als kriegerischer Akt angesehen. Der UN-Sicherheitsrat hatte gestern als Reaktion auf den nordkoreanischen Atomwaffentest vor knapp 3 Wochen seine Strafmaßnahmen gegen das Land verschärft. Nebenan auf dem Notebook läuft ebenfalls Vista, Nordkorea stärker zu kontrollieren. Zudem sind finanzielle Sanktionen. Aber ohne Verbindung zu dem neuen Gerät. Maskat. Vor der Küste des Sultanats Oman haben bewaffnete Piraten ein Frachtschiff entführt. Das teilte ein Sprecher der NATO mit. Berichte, wonach der entführte Frachter einer deutschen Reederei gehört. Die ersten Vorschläge werden einfach akzeptiert. Insbesondere ihr Tastaturlayout steht auf Deutsch. Somalische Piraten halten noch mindestens 14 Schiffe fest. Berlin. Die Führung der SPD bereitet am Nachmittag den Sonderparteitag vor. Hier sind die Lizenzbedingungen für Windows, die werden akzeptiert. Unter Leitung von hier ist ein Acer-Endbenutzer-Lizenzvertrag. Anschließend der Vorstand beraten. Der Parteitag findet morgen in Berlin statt. Dazu werden 525 Delegierte erwartet. Die Partei will eine Möglichkeit, die Annahme aufzuschieben, gibt es nicht. Man kann also nur blind akzeptieren. Bitte gründlich durchlesen. Angesichts des schlechten Abschneidens bei der Europawahl vor neuem Streit. Er plädiert dafür im Wahlkampf neben sozialen Themen. Er ist also ein rechtsgültiger Vertrag, schreiben Sie hier. Berlin. Ärzteverbände haben die Pläne der AOK heftig kritisiert, Mediziner künftig im Internet. Und eine Möglichkeit, das sich jetzt hier rauszukopieren und erstmal abzulegen, gibt es nicht. Die Vereinigung Stahl warnte in Interviews vor einem digitalen Ärztepranger. Der Präsident der Bundes- dann steht hier eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch darf man erstellen. Und Missverständnisse richtig zu stellen. Die AOK will ihre 25 Millionen Versicherten zur öffentlichen Bewertung von Ärzten aufrufen und das Bewertungsportal im Internet im Laufe des Jahres starten. Darf die Software nur vertragsgemäß benutzen, nicht an Dritte vermieten oder leasen? Cape Canaveral. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat den Start der Raumfähre Endeavour wenige Stunden vor dem geplanten Termin abgesagt. Beim Auftanken sei ein Leck an einer Treibstoffleitung entdeckt worden, hieß es zur Begründung. Das Shuttle soll nun frühestens morgen ins All starten. Die Endeavour hat man darf die Rechte auch nicht Bord, die zur auf einen Dritten übertragen. Forschungslabors auf der internationalen Raumstation. Das heißt ja mit anderen Worten, man kann das Gerät nicht als Hardware- und Software-System. Meist heiter und trocken. 15 Grad auf Sylt. 18 Grad in Hamburg. Dann hier kein technischer Support. Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten. Starker West- bis Nordwestwind. Morgen teils heiter, von Westen her Schauer oder Gewitter. 16 Grad. Bleibt also nichts als akzeptieren über. 20 Grad in Kiel und bis 24 Grad in Wolfsburg und Bad Honnef.
ein Benutzernamen. Montag, kalter und trocken, in NRW von Süden her Regen, 16 bis 14. Ich bin ja ein treuer Hund. Das waren die Nachrichten, weiter mit dem Mittagsecho und Claudia Winor. Und was nehmen wir als Benutzernamen? Das Atomwaffenprogramm hat Nordkorea heute erneut mit Krieg gedroht. Als Antwort auf die neue Resolution des Weltsicherheitsrats zu Nordkoreas jüngstem Atomtest kündigte das kommunistische Land zudem den Bau weiterer. Da geht's schon los. Itakuya berichtet. Er hat nämlich anstatt auf die Resolution, die der UN-Sicherheitsrat LITTLE KWH hat er jetzt angenommen 35TT 3E2BG. Ist natürlich Unfug, weil die Tastatur noch nicht auf dem deutschen Layout liegt. Numlock ist wahrscheinlich eingeschaltet, aber wie schaltet man es aus? Experten gehen davon aus, dass Nordkorea. Da gibt es Hinweise auf einem Zettel. Aber wie kommt man damit klar? Darüber hinaus hat das gebe ich jetzt hier Acer ein. Über die Jahre weiteres Plutonium Ja, der hat jetzt eine Weile gestanden. Die Frage ist, ob und wie er wieder hochkommt. Weiß ja nicht, ob er schlafen war. Hier, der USB-Stick zeigt schon mal keine Reaktion. Aber das Rad kommt auch nichts. Glücklicherweise hat er sich runtergefahren. Einmal hier drücken. Na, jetzt ist er da. Herzlich willkommen zur 27. Folge von Hart an der Grenze, hier aus der sonnendurchfluteten Villa Sommermühle, im strahlenden Gochkessel am dampfenden Niederrhein. Windows wird fortgesetzt, steht da. Er hatte sich also wahrscheinlich nur schlafen gelegt. Wir stecken den Kopf in den Sand.